Ja, moin moin aus Hamburg zum Test des Sony Xperia X Kompakt hier bei tariftipp.de. Sony hat ja schon immer ein kleines Smartphone der Flaggschiff-Reihe auf den Markt gebracht und die hießen auch immer kompakt. Das letzte Modell war das Sony Xperia Z5 Kompakt. Bisher waren diese Kompaktmodelle immer sehr, sehr leistungsfähig, fast genauso leistungsfähig eigentlich wie die großen Brüder. Das ist hier bei dem neuesten Modell, dem Sony Xperia X Kompakt, nun nicht mehr so. Dieses Smartphone ist nach wie vor natürlich relativ klein. Es ist aber nicht mehr ganz so leistungsfähig. Dafür allerdings auch eine ganze Ecke billiger als die großen Flaggschiffe. Ja, was die Stärken und Schwächen dieses Smartphones sind, erfahrt ihr in diesem Video. Dazu wünsche ich euch viel Spaß und jetzt geht's auch schon los mit unserem Test. Wir starten wie gewohnt mit dem Unboxing. Das Sony Xperia X Kompakt ist genauso verpackt wie die anderen Smartphones der X-Reihe hier in diesem relativ schmalen Karton. Zum Lieferumfang gehört das Smartphone selbst und außerdem finden wir darüber hinaus dann noch einen Karton mit Garantiehinweisen und einer Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir hier diese Kopfhöreradapter und die sehr, sehr guten Sony In-Ears, die MH750, die habe ich ja schon ein paar Mal gelobt. Ich mag sie einfach sehr gerne, klingen sehr ausgewogen und kosten zwar nur 7 Euro, wenn ihr sie extra bestellt, sind aber wirklich sehr gute Kopfhörer. Dann haben wir noch einen Stromadapter hier an Bord. Das ist ein Fast Charge Adapter glücklicherweise und dazu gehört ein USB-Kabel, das sich hier ganz links in diesem kleinen Kartönchen befindet. Das ist vom Typ C und der neuere Standard also. Und ja, das war der Lieferumfang. Ja, als ich das Sony Xperia X Kompakt das erste Mal in der Hand hatte, war ich doch ein wenig überrascht. Dieses Smartphone hat ja kein Metallgehäuse, sondern ein Kunststoffgehäuse und das kommt zumindest hier in der Farbe, die wir hier zum Test hatten, doch ein bisschen plastikmäßig daher. Insofern, die Verarbeitung ist zwar völlig in Ordnung, Sony üblich und typisch ist alles sehr, sehr gut verarbeitet, aber dennoch finde ich die Wertigkeit bei diesem Modell nicht ganz so schön wie bei den anderen. Die Displaygröße hat sich beim Kompakt nicht geändert. Wie die älteren Kompaktmodelle auch, hat es eine Diagonale von 4,6 Zoll. Die Auflösung ist HD, also 1280x720 Pixel. Das ist für ein Display dieser Größe natürlich komplett ausreichend. Und auch ansonsten konnte das Display uns eigentlich doch überzeugen. Wir haben hier eine Pixeldichte von 322 ppi und auch die Helligkeit mit 515 Candela geht völlig in Ordnung. Und ja, wie gesagt, es ist ein IPS-Display, das hier an den Rändern so ganz nett eingelassen ist. Und insofern beim Display gab es aus unserer Sicht nichts zu meckern. Ja, gleiches gilt für die Bedienung des Sony Xperia X Kompakt. Auch da hatten wir eigentlich nichts zu meckern. Hier an der Seite haben wir Sony-typisch den Fingerabdrucksensor. Der ist kombiniert mit der An- und Aus-Taste. Wir haben hier im Vorfeld schon mal einen Fingerabdruck registriert. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe mit dem Finger, dann entsperrt sich das Smartphone sofort. Und ja, das funktioniert sehr zuverlässig und hat mir ganz gut gefallen. Ja, was das Betriebssystem angeht, haben wir hier noch Android Marshmallow installiert, also die Version 6.0.1. Es wird aber sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten ein Update auf Android 7 geben. Ja, über Android selbst legt Sony wie immer seine eigene UI, seine Benutzeroberfläche. Wenn ihr unsere Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich diese Benutzeroberfläche sehr, sehr gut finde. Sie ist einfach mega intuitiv. Ich finde mich da super schnell mit zurecht und es gibt eigentlich keine großen Geheimnisse. Ich denke, das wird auch Umsteigern von anderen Androids so gehen. Ja, was die Leistung angeht, kann das Sony Xperia X Kompakt, wie schon gesagt, leider nicht so ganz mit seinen großen Brüdern mithalten. Wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon 650 verbaut und der hat bei uns im AnTuTu-Check 76.537 Punkte erzielt. Das ist nun beileibe kein schlechter Wert, aber es ist eben auch nicht der Wert, den ein Sony Xperia XZ oder ein X-Performance erzielt. Ja, ansonsten, was die Netzverbindung angeht, haben wir hier natürlich LTE auch an Bord und zwar der Kategorie 4. Das heißt, maximal könnt ihr mit 300 Megabit pro Sekunde im Download surfen und unsere Praxiswerte
Das ist jetzt hier ein Indoor-Wert, der ist nicht ganz so fix, aber ich habe auch ein paar andere Tests gemacht. Waren ganz normal standardmäßige Werte, die dabei rausgekommen sind. Der Akku des Xperia X Compact ist natürlich fest verbaut. Wir haben hier ein Unibody-Gehäuse und der hat eine Kapazität von 2700 mAh. Das ist gar nicht so schlecht für so ein kleines Smartphone und hat demnach dann auch für sehr, sehr gute Laufzeiten von bis zu 510 Minuten dann gereicht. Hier ist der SIM-Schlitten, den hole ich mal raus und da seht ihr, da ist eine Nano-SIM drin. Hier passt auch eine Micro-SIM-Karte rein, die den internen Speicher von 32 GB dann erweitern kann und zwar bis maximal 128 GB. Ja, kommen wir jetzt zu den Kameras. Hier seht ihr die Hauptkamera des Sony Xperia X Compact auf der Rückseite. Das ist eine 23-Megapixel-Linse, die unterstützt wird natürlich von Autofokus und auch von einem Dual-LED-Blitz. Und auf der Vorderseite des Smartphones haben wir dann die Selfie-Linse hier links neben dem Schriftzug. Die hat eine Auflösung von 5 Megapixeln. Und ja, jetzt wollen wir uns gleich mal zusammen ein paar Testbilder anschauen, die wir geschossen haben mit diesem Smartphone. Hier eine Tagaufnahme draußen. Eigentlich die Sony-übliche Qualität. Die Farben sind super natürlich. Das Ganze ist gestochen scharf, auch an den Bildrändern. Und auch die Innenraumaufnahme hier ist gut ausgeleuchtet, meiner Meinung nach. Und auch schön scharf. Und ja, insgesamt bin ich mit der Kameraleistung des Sony Xperia X Compact sehr, sehr zufrieden. Auch der Blitz, hier seht ihr eine Nachtaufnahme, leuchtet schön gleichmäßig aus und auch diese Aufnahme ist sehr scharf. Und dann kommt gleich noch eine Selfie-Aufnahme, okay, mit 5 Megapixeln, das ist nicht mehr so ganz High-End heutzutage, aber dennoch finde ich auch diese Aufnahme in Ordnung. Videos können wir natürlich auch machen mit dem Sony Xperia X Compact. Hier seht ihr ein Testvideo, das wir in Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen haben. Ja, und dieses Testvideo und auch die Testaufnahmen, die wir geschossen haben mit diesem Smartphone, könnt ihr euch in aller Ruhe auf tariftipp.de ansehen und auch downloaden, wenn ihr möchtet. Insgesamt war ich mit der Kamera-Performance da sehr zufrieden. Ja, kommen wir zum Fazit des Sony Xperia X Compact. Auf der Pro-Seite natürlich als allererstes das sehr, sehr handliche Format. Das ist einfach ein kleines, schickes Handy. Das Arbeitstempo war flott genug, meiner Meinung nach. Dann haben wir einen Fingerabdrucksensor an Bord und die Kameras, wie bei Sony üblich, waren sehr, sehr gut. Was ich hier vergessen habe aufzuführen, ist auch der Kopfhörer, der mitgeliefert wird, der mir auch gut gefallen hat. Auf der Kontraseite das etwas kleine Display, aber gut, das liegt nun mal in der Natur der Dinge. Wenn ein Smartphone klein und handlich ist, dann ist meistens auch das Display etwas kleiner. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Smartphone keine 4K-Videofunktion hatte und was ich wirklich etwas überraschend fand für ein Sony-Smartphone war die etwas plastikhafte Anmutung. Als Wettbewerber haben wir mal rausgesucht das Apple iPhone 7, das hat ein 4,7 Zoll Display und das Samsung Galaxy A3 sowie das Vorgängermodell der Sony Xperia Z5 Compact. Das Sony Xperia X Compact kostet laut UVP 449 €. Ihr kriegt es jetzt etwa für 395 € online. Und insgesamt kriegt dieses Modell von uns 90,01 Prozentpunkte und in Sachen Preis-Leistung recht gute 49,9%. Ja, das war's von unserer Seite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren über das Sony Xperia X Compact. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wir grüßen euch aus Hamburg, wünschen euch alles Gute und sagen bis bald. Tschüss.